Guten Tag, die Herrschaften, und moin und tja, Hallöchen, Popöchen. Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme des Let's Plays Starbound. Ja, Starbound, ich bin schon so gewohnt, immer Stardew Valley anzumoderieren. Tja, auf jeden Fall, das hier ist schon jetzt die zweite Staffel von Starbound. Ich habe mir endlich mal wieder zu aufraffen können, mal wieder Starbound zu Let's Playen. Mir ist beim letzten Mal schlicht und ergreifend die Lust vergangen, weil, tja, da gibt's tausend verschiedene Gründe für. Welche Gründe, ne? Unter anderem, ich hatte, glaube ich, 2016 war das, im letzten Jahr, da hatte ich, tatsächlich, irgendwo habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ne, im alten Let's Play, dass ich damals wirklich wahnsinnig viel Starbound gespielt habe, um sie 80 oder 90 Stunden. Und damals wusste ich noch gar nicht, dass ich jemals mit dem Let's Playen anfangen würde. Also ich muss erstmal diese Ameisenscheißer hier konzentrieren, kümmern. Hallo, hallo, mein Gott, warum geht die Muni immer so schnell alle? Wo ist die Maus jetzt? Ach so. So. Jetzt haben wir das Ding wenigstens auseinandergefickt. So. Inventar haben wir das hier, genau. So, die Aufnahme läuft schon jetzt, also seit gerade mal einer Minute oder zwei Minuten jetzt schon. Und ich habe gar keine Heil-Items, oder habe ich noch welche? Das letzte Mal, dass ich Starbound gespielt habe, war schon tatsächlich irgendwann gegen Ende, glaube ich, Ende Februar, Anfang oder Ende Februar irgendwann. Und das hier ist, wie gesagt, hier schon die zweite Staffel und ich muss gerade wieder ein bisschen reinfinden. Wann dann hier diese komischen Dinger? Wie nennt man das nochmal? Bandage, ne? Genau, Bandage. Hab null Ahnung, wo sind die? Dann habe ich überhaupt welche? Ja, ich weiß nicht. Mein Gott, mein Gott, mein Gott, Medizin. Ja, wir den ganzen üblichen Alltagskappes. Ich weiß nicht. Ich guck mal nach oben. Ich gehe mal nach oben, weil ich muss jetzt, wie gesagt, ist es schon ein bisschen her und da muss ich jetzt reinfinden. Das letzte Mal, ich kann mich erinnern, da müssen wir, glaube ich, die Suche nach den Fluranern. Ach, stimmt, oder kann ich mit C. Salbe. Fiber. Warte mal, wie viel kann man dann? Maximal 100. Ach, gut, dann machen wir mal 30 draus. Ja, warte ein bisschen ab. Bis wir die ganzen Sachen alle hergestellt haben. Und dann kann es ja losgehen. Ja, hier. Hat mich schon gewundert. So, auf jeden Fall, was wollt ihr denn mal? Ach, weißt ihr was? Wir suchen uns einen anderen Planeten aus. Wir gehen mal. Hallo. Ja. Das hier ist was? Das ist ein toter Planet. Ja, auf jeden Fall Starbound. Ich wollte ursprünglich Starbound erst irgendwann, vielleicht im Sommer dieses Jahres, Let's Playen. Nur es hat sich halt ergeben, dass ich jetzt auch mal wieder die Lust dazu habe. Und ich habe mir gedacht, mach das einfach wieder, weil mittlerweile ist mal wieder die Motivation wieder da. Und, ja, sagen wir mal so. Frische Taten, frische Worte, frische Motivation, also da kann jetzt auch nicht viel schief gehen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ja. Ich hatte gestern noch vor Divinity, Original Sin, also Divinity, diese Divinity-Geschichte zu Let's Playen, nur das Problem war, ich habe tatsächlich noch nie so klassische Rollenspiele für den PC gespielt. Also, ich meine damit wirklich so RPGs im Stile von Baldur's Gate, Planescape, Torment und oder eben halt die Divinity-Reihe. Hatte ich tatsächlich mein Leben lang noch nie auf dem PC gespielt. Ich habe zwar so Spiele für den Super Nintendo und so, aber hallo. Für den Super Nintendo gespielt, aber das Problem war halt eben, diese ganzen Geschichte. Also was habe ich denn eigentlich auf der SNES gespielt? Terranigma, Soul Blazer, in Illusion of Gaia und dann habe Game Boy noch Pokémon und so weiter gespielt. Also Pokémon kennt ja jeder. Hatte ich damals auch gespielt. Das sind auch so klassisch, mehr oder weniger klassische RPGs eben halt. Nur eben halt, dass es doch irgendwie eine ganz andere, ich sag mal, Stilrichtung ist. Also Pokémon ist zum Beispiel, wenn du sammelst Pokémon, trainierst die, du fängst die, wirst Pokémon-Meister und so weiter und so fort. Und zum Beispiel in Divinity, da ist es so,
Da geht's nicht um Pokémon sammeln oder sowas, das ist zwar ein RPG, aber da ist auch der Fokus ganz woanders, wenn einer versteht, was ich meine. Tja. Und Divinity habe ich erst tatsächlich, glaube ich, seit einer Woche, glaube ich, überhaupt erst. Habe ich vor einer Woche überhaupt gekauft, weil ich gedacht habe, probier doch mal was Neues aus. Denn wenn du nichts ausprobierst, dann wirst du nie irgendwas Neues kennenlernen. Und wer weiß, vielleicht ist dieses RPG auch was für dich. Und ich muss sagen, macht tatsächlich Spaß, diese klassischen Spiele zu spielen. Wusste gar nicht, dass das so spannend sein kann. Wie gesagt, es war halt nie wirklich mein Stil, also von also gaming-technisch irgendwie mal sowas zu spielen. Und ich musste einfach noch reinfinden. Und als ich gestern das erste Mal Divinity testweise, mal in Anführungsstrichen, Let's Played habe, da muss ich feststellen, ich habe alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Ich glaube, innerhalb von einer Dreiviertelstunde wurden mir bei beiden Helden, also die sind, habe ich glaube ich, Inquisitorin und einen Zauberer, glaube ich, ne? Also die Klassen, da gibt es so Inquisitor, Hexer, Zauberer, Kampfmagier und so weiter und so fort. Und da hat mir irgend so ein Depp gleich sofort nach einer Dreiviertelstunde schon die Lichter ausgeknipst. Weil ich das Kampfsystem in diesem Spiel überhaupt nicht verstanden habe. Und dann habe ich teilweise unwissentlich Kämpfe herbeiprovoziert, die ich gar nicht herbeiprovozieren wollte. Und ich war total überfordert. Also will heißen, ich konnte nicht einfach frei Schnauze, so wie in diesem Spiel hier, einfach mal drauf losplappern, sondern ich war ständig damit beschäftigt, überlegen, ja, ne, wie macht man das eigentlich? Ein bisschen rumklicken, rumprobieren, dann Heiltränke verschwenden, hier, alles verbraten, weil ich nicht wusste, wann ich was, wofür, warum auch immer einsetzen sollte. Und ja, nach 2 Stunden hatte ich mir gedacht, ja, okay, brich die Aufnahme ab, weil du bist damit einfach total überfordert. Deswegen habe ich gesagt, ne, ich muss mich einfach mal ein bisschen schlau machen, wie das Spiel überhaupt funktioniert, habe ich im Prinzip schon verstanden. Nur die Sache eben halt die, wie gesagt, ich war total überfordert. Ist ungefähr, wenn ich hier so gehe, so, Kerze. Ach, wenn ich E drücke, kann man Licht an ausmachen. Wusste ich gar nicht. Ja, und Great. Und so kann man also die Items einsortieren. So geht das. Also ich muss einfach hier draufklicken. Habe ich gar nicht gewusst. Ja, na, ungefähr so geht das. Ganze 2 Stunden lang. Wie ich knobeln und sich wundern, warum irgendwas nicht so funktioniert, wie man es gerne hätte. Und ja, deswegen. Habe ich gedacht, ne, muss ich mir einfach, habe ich abgebrochen, habe ich gedacht, das Let's Play, das Spiel ist irgendwie so, das überfordert mich am Anfang so sehr, habe ich gedacht, habe ich damals, glaube ich, in der Aufnahme gestern noch gesagt, so, ne, tut mir leid, aber ich glaube, ich muss die Aufnahme abbrechen, weil, ja, hallo. Ich muss die ganze Aufnahme abbrechen, weil ich total überfordert bin, ich muss mich da erstmal noch schlau machen, ne, wie funktioniert was und so weiter und so fort, überhaupt, ne. Diese ganze Geschichte muss ich mir immer schlau machen. Und die Sonne knallt mir gerade hier richtig rein. Ich muss mal kurz die Rolle runter machen. Mache ich mal eben kurz. So. Die Rolle ist nicht runter. Dann kann ich ja jetzt, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, Divinity habe ich ja. Ich wollte das ursprünglich auch Let's Playen, habe ich gestern, die Aufnahme ist wegen gründlich schief gegangen. Habe ich gedacht, ne, dann breche ich die Aufnahme ab und das mit einem Let's Play, das glaube ich, das wird nicht, weil wenn ich so überfordert bin, dass ich sage, nee, da brauche ich ein bisschen länger, bis ich da reingefunden habe, bis ich vernünftig, wirklich einen vernünftigen Ausmaß wirklich spielen kann. Ne, da habe ich gedacht, okay, dann breche ich das einfach ab und mache das irgendwann mal. Habe ich gedacht, okay, ne, also weg damit, mein Schlau, ne, wie habe ich schon ein paar tausend Mal gesagt, ne, ich wiederhole mich gerade nur unnötig. Weil, ja, der war ja auch nicht. Tja. Oha. Naja, deswegen habe ich mir gedacht, ich mach mir erstmal schlau. Hallöchen, Popöchen, mein Herr. Hallo. Oh. Fick dich. Fick dich, fick dich, fick dich. Ich drücke Escape-Taste. So. Diese scheiß Bossgegner, die haben so viele Happy Hippo Snacks gefressen.
Sind zu viele Clowns. Zu viele Clowns gefrühstückt. Es macht Spaß, Vögel zu töten. Wir sind Alien. Hier, guck mal. Es ist ein Arschloch, an das Spielen. Und wir sind uns gar nicht bewusst, wie stark wir eigentlich sind. Aber es macht Spaß, mit ihm zu spielen. Oh, hab ich dich getötet. Tut mir leid. Ja, und so. So, das sind doch wirklich Arschköpfe hier, diese komischen Aliens. Manometer. So, na, also auf jeden Fall, wie gesagt, diese Divinity-Geschichte. Ich werde das auf jeden Fall let's playen. Aber erstmal muss ich überhaupt richtig reinkommen, reinfinden. Ich hatte leider nicht immer die Zeit dazu. Das ist ein bisschen das Blöde. Das Doofe war halt, ne, ich habe dann nicht mehr so viel. Ich hatte nicht immer genug Zeit, um mich ja überhaupt ein bisschen einzuarbeiten in das Spiel. Habe ich gerade mal 2 Stunden lang nur, in Anführungszeichen, ich habe in Anführungszeichen nur 2 Stunden testweise gespielt. Um mal so ein Gefühl davon zu kriegen, ne, wie ist das Spiel denn überhaupt insgesamt? Oder wie spielt sich das, einfach nur, um mich mit der Steuerung vertraut zu machen. Ja. Und das ist mir wunderbar gelungen. So sehr, dass ich die Aufnahme sogar abbrechen musste. Ist wirklich voll in die Hose gegangen. Muss man wirklich sagen. Und als ob das nicht schon blöd genug wäre. Nach die letzten 30, 40 Minuten. In den letzten 30 Minuten oder in der letzten halben Stunde hat OBS es verpennt, meine Stimme mit aufzuzeichnen. Will heißen, ich hätte den Audiokommentar nachsprechen müssen. Ich hätte es nachvertonen müssen, weil auf einmal der Ton vom Mikrofon, vom Headset, nicht mit aufgezeichnet wurde. Auf einmal hörst du nur den Ingame-Sound und meinen Audiokommentar so. Da hätte ich wirklich noch eine halbe Stunde lang nachvertonen müssen. Also da sind mir Sachen, mehrere Sachen gründlich schief gegangen. Und damit ich nicht immer einfach nur Stardew Valley hier let's play, damit auch mal Abwechslung in den Kanal kommt, also YouTube-mäßig, dass überhaupt Abwechslung reinkommt, habe ich mir gedacht, spiele ich mal zur Abwechslung auch mal wieder Starbound. Und wenn ich schon mal die Lust dazu habe, dann kann ich das auch gleich direkt machen. Weil nur Stardew Valley, das ist auf Dauer auch ein bisschen langweilig, das merkt ihr sicherlich auch immer hier. Es gibt ja Leute, die spielen praktisch nur Minecraft im Let's Play, oder quasi ein purer Minecraft-Kanal. Und solche Sachen, das wollte ich einfach nicht. Ich wollte, dass in meinen Kanal auch mal Abwechslung kommt, also auch mal andere Spiele. Und, ja, ne, so ist es halt. Ich spiele auch im Prinzip nur das, wozu ich wirklich Lust habe. Und wenn ich sage, auf Starbound habe ich keine Lust mehr, dann höre ich damit auch erstmal eine Weile lang auf. Und wenn ich in Stardew Valley keine Lust habe, dann höre ich mit Stardew Valley eine kurze Zeit lang auf, ne, und so weiter und so fort. Was bringt das, wenn ich sage, ich habe keine Lust zu spielen, aber ich spiele es trotzdem, weil the show must go on. Das ist ein Motto, the show must go on. Ich muss ja irgendwie, nee, das ist wirklich scheiße. Ist doch wirklich doof. Ja. Na, auf jeden Fall, das wäre einfach doof, wenn ich einfach spielen würde, wozu ich überhaupt nicht stehe. Deswegen habe ich habe damals in der ersten Staffel auch angekündigt, dass ich Starbound erstmal für eine Weile lang abbrechen werde. Abbrechen nicht. Ich werde dann irgendwann noch später mal, und jetzt habe ich wieder die Lust dazu. Das dient nicht einfach nur als Füllmaterial, damit ich auch mal ein bisschen Abwechslung in den Kanal reinbringe, sondern schlicht ergreifend und ergreifend auch, weil ich eben auch mal wieder die Lust dazu habe. So, ich werde auf jeden Fall Divinity werden. Ich werde in der nächsten Woche, vielleicht noch in ein paar Tagen, in 2 oder 3 Tagen, werde ich halt nochmal einen neuen Angriff nehmen. Ich muss mich damit auch immer schlau machen. Ich habe endlich auch die Zeit dazu, dass ich auch wirklich mal ein bisschen mich darüber informieren kann, wie man was am besten angeht. Werde ich mir auf YouTube mal ein paar Tutorials anschauen. Werde ich mir mal auf Spieletipps.de, wie sie eigentlich alle heißen, die Seiten mal ein bisschen schlau lesen. Ne? So und so und so muss man machen, weil. Ne, und so weiter und so fort. Und ich habe einfach so, ohne mich gründlich zu informieren über das Spiel, also wie man das überhaupt am besten als Anfänger angeht, Und gerade als Anfänger, da kann man schon mal sau viele Sachen falsch machen. Hallo. So, jetzt aber. Ja, als Anfänger kannst du wirklich 3 Milliarden Sachen gleichzeitig falsch machen. Und ja, genau diesen Fehler habe ich leider begangen. Das ist ungefähr wie damals, als ich das erste Mal Pokémon gespielt habe. Pokémon Rot habe ich damals. Januar 2001, das weiß ich noch ganz genau. Da habe ich Pokémon Rot gekauft.
weil ja, Pokémon-Hype und so, da wollte ich auf der Welle, ich will nicht sagen auf der Welle mitschwimmen, sondern es hat mich einfach interessiert, was ist dieses Pokémon, von all die ganzen Leute reden, diese Anime-Serie, das sieht so interessant und spannend auf, dann kaufe ich mir auch das Spiel dazu. Tja, so, habe ich gemacht. Und, ja, ich habe mal so, ich habe das Spiel damals überhaupt nicht verstanden. Ich wusste es ja im Prinzip schon, was Pokémon ist, aber wie man das spielt, oder das Kampfsystem, das Spielsystem, ich musste das überhaupt erstmal alles, muss ich mir immer einlesen, ich muss mich einarbeiten, einlesen. Ich habe das Booklet, das im Spiel beilag, diese kleine Heftchen, dieses Info-Heftchen, habe ich überhaupt nicht gelesen. Und ich habe einfach so gedacht, oh, ach, interessiert mich nicht. Ich meine, wer liest sich denn die ganzen AGBs zum Beispiel, diese allgemeinen Geschäftsbedingungen und Lizenzvereinbarungen von irgendwelchen Softwareinstallationen überhaupt freiwillig durch, ne? Wenn man so irgendwie weil Microsoft Windows kaufst, kaufst du diese Lizenz, da gibt es auch nicht mehr diese Vereinbarung. Und dann heißt ja immer diese Häkchen, dann muss diese Häkchen hier so, ne, ja, ich habe Lizenzvereinbarung gelesen und ich stimme ihr zu. Na, wer von euch hat das überhaupt jemals richtig getan? Wer liest es die Hunderttausende von Zeilen freiwillig durch? Und dann, hier, das dürfen sie nicht, aber das dürfen sie unter diesen ihren Umständen machen, das aber müssen sie unterlassen und so weiter und so fort. Das liest sich doch kein Mensch durch. Also fast gar keiner, außer wenn man ist Jurist, Rechtsanwalt oder sonst was. Aber so, wer von euch hat jemals so eine Software-Lizenzvereinbarung überhaupt mal komplett gewissenhaft durchgelesen? Niemand. Habt ihr wahrscheinlich einfach so ein bisschen drüber geflogen und einfach mal so abgenickt. Einfach so, wird wohl nicht schlimm sein. Also, abnicken, einfach Häkchen, ich hab verstanden und weiterklicken, installieren, fertig. Ein bisschen so wie es ist, war das bei mir bei den Spielen für Nintendo FDS, für Game Boy, Game Boy Color und so weiter und so fort. Oh, da hab ich einfach so, ne, so irgendwie, ne, und so, ja. Habe ich einfach so durchgelesen, habe ich nicht durchgelesen, ich habe ein bisschen so drüber geflogen, so, klingt interessant, aber, nö, schaffe ich doch bestimmt auch so. Tja, und was kam dabei raus, richtig, nichts, beziehungsweise, ich hab mich einfach noch nicht wirklich interessiert, das ist einfach gründlich in die Hose gegangen. Das habe ich also unter anderem Fehler gemacht, ich kann mich sogar noch an die Fehler erinnern, die ich damals gemacht habe. Da ist ja diese Stelle, wo man sich die Pokémon aussuchen kann. Natürlich gehst du hin. Alabastia, Lolia, bla 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 bla. Der Professor Eich ist gerade unterwegs. Der Professor Eich, oder? Ja, der Professor, der ist unterwegs, der ist gerade nicht im Labor. Der ist zurzeit nicht im Haus. Ne, und so. Tja, dann habe ich gesagt, okay, da ist hohes Gras hier oben. Alabastia, gehst du mal in eine andere Stadt? Dann gehst du mal in eine andere Stadt. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ja, ne, auf jeden Fall, ne, da gehst du mal unterwegs. Ja, ne, okay. Dann geht in Hohlgras und dann so, du da, nicht ins Hohlgras gehen, das ist lebensgefährlich. Ohne Pokémon, ohne Beschützer darfst du nicht herein. Du kannst von wilden Pokémon angefallen werden, ne, und so weiter und so fort, heißt es dann ja immer. Tja, und, was hab ich denn da hier? Weißt du, guck mal. Mal kurz. You learn to craft Swamp Bed. Learn to craft Swamp Chest. So. Ich muss wohl ein bisschen Erde. Dirt, genau. Dirt. Dirty Harry. So, also auf jeden Fall, ja. Ja, auf jeden Fall die Pokémon-Geschichte, ne, da habe ich irgendwie so mal, habe ich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Unter anderem, ne, ich habe damals im Pokémon, ich hatte damals irgendwie so, wie nennt man das? Diese Poster, genau, diese Poster, da gab es damals auch so, irgendwie habe ich mir aber irgendwie mal so ein Poster geschenkt bekommen. Irgendwie so ein Pokémon, die an die Wand hängen kann, wo alle 151 Pokémon, glaube ich, 150, 151, glaube ich, waren das. Also, oder 61, ich weiß nicht, irgendwo 150, 160 Pokémon kann ich mir die Zeilen nicht mehr merken. Weil, ne, standen die drauf. Das war ein englischer Name. Ein englischen Namen stand da nicht mehr so drauf. Das war irgendwie so englischsprachig. Also, Pikachu hieß was, Pikachu, aber zum Beispiel, ich kann mich noch, ich weiß noch genau, zum Beispiel, Owei. Das Owei.
toll. Das Urwald. Heißt auf Englisch Exegute. So, dann gab es noch diese Minuten, dann gehe ich auf jeden Fall, sag ich deswegen, weil, na, ich gehe dann auf jeden Fall zu Professor Eichen, dann im Labor, auf einmal so, da kommt dieser Gary hier so, ne, so, aber Opa, du kannst mich da nicht erwarten. Also warte, du kommst, bekommst dann auch dein Pokémon, oder irgendwie sowas, ne, dann such dir eins aus, hat sie Auswahl zwischen Shigi, Glumando und Bisasam, so. Ich weiß nicht mehr, was für ein Pokémon ich mich da entschieden habe, ich meine, das war Glumanda, ich meine, ich weiß es nicht. Ich kann mir das nicht mehr so genau sagen. Auf jeden Fall 3. Na, ist ja klar. So. Ist ja so offensichtlich. So. Und kannst du natürlich den Pokémon auch einen Spitznamen geben. So. Und ich habe das Prinzip. Ich war so saudämlich. Ich habe mir gedacht, wenn du dieses Pokémon möchte ich nicht. Wenn du das Pokémon, sagen wir mal, ein Exegute oder ein Pokémon umbenennst, dann verwandelt es sich in ein Exegute. Also ein Over. Habe ich tatsächlich damals echt geglaubt, man könnte das in ein Over. Nehmen wir das einfach umbenennt. Habe ich tatsächlich in meiner kindlichen Naivität tatsächlich ohne Scheiß wirklich geglaubt. Wenn du ein Pokémon Pikachu nennst, dann will ich ein Pikachu oder so. Habe ich damals in meinen 7 Jahren tatsächlich scheißerweise, also blöderweise wirklich tatsächlich geglaubt. Tja, und daraus wurde leider kein Exegut. Habe ich mir gedacht, tja, funktioniert nicht, schade. So. Und dann habe ich irgendwann, da schäme ich mich ja schon fast für. Ich hatte damals, glaube ich, sogar, der erste Kampf gegen Gary. Du willst das Labor verlassen, dann kommt der Gary so, ich möchte mein Pokémon testen. Testen müssen wir mit Pokémon, Pokémon, ein Kampf. So, ne, auf jeden Fall ich, Glumando oder was auch immer, habe ich gedacht, in meiner Naivität, ich habe das Kampfsystem, glaube ich, hab das überhaupt nicht verstanden. Ich habe damals der allererste Pokémon-Kampf, ohne Scheiß, das war wirklich so, ich habe das damals überhaupt nicht verstanden, ich habe nicht verstanden, für was, welche Attacke, für was ist gut, also heute halt, glaube ich, nur Heuler und Tackle oder wie das heißt, Kratzer, oder Tackle oder Kratzer, je nachdem, was für ein Pokémon du hast. Und Glumanda, glaube ich, hatte nur Kratzer. Und Bisasam hatte zum Beispiel Tackle und Shigi, glaube ich, hatte auch nur Tackle oder irgendwie sowas hat, war das. Ja, so. Habe ich einfach nur wahllos irgendwelche, habe ich irgendwas von irgendwas nach einfach frei Schnauze ausgesucht. Und irgendwie so,